Hallo ihr Hexer und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Es ist immer noch derselbe Tag, jetzt haben wir 18.20 Uhr. Ich habe mir eben mal die Bundesliga-Ergebnisse angeschaut und... Naja, ich sag mal so, wenn Dortmund nicht in der Lage ist, am letzten Spieltag mit 2 Punkten Vorsprung gegen Mainz 05 zu gewinnen, dann haben sie es im Endeffekt halt auch nicht verdient. Und deswegen Glückwunsch nach München. Auch wenn es ziemlich langweilig ist, wenn man 11 Jahre in Folge Meister wird, aber so ist es halt. Selbst in einer schwachen Saison für ihre Verhältnisse ist es keinem anderen Team gelungen, vor ihnen zu landen nach 34 Spieltagen dementsprechend. Hat es auch kein anderer verdient. Aber, was viel wichtiger ist, das ist jetzt erstmal die Folge 101 und beim letzten Mal, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, wenn ihr es nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall nachholen, weil das war eines der Highlights des Spiels. Wir haben die Questreihe von Sebastian Cello beendet. Und da ging es ganz schön ab. Unter anderem haben wir auch Avada Kedavra gelernt. Und ich werde jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, weil, naja, ihr habt es ja entweder selber gesehen. Und wenn nicht, dann empfehle ich euch einfach, das nachzuholen, weil das ist so halt eines der Highlights des Spiels, wie gesagt. Und deswegen brauche ich da jetzt gar nicht so viel drüber zu verlieren. Ich werde vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen, aber jetzt muss das nicht unbedingt sein, weil wir haben es halt erst gemacht und dementsprechend ist das halt nicht nötig. Ich würde heute ganz gerne mal die Kampfarena der dunklen Künste mal ausprobieren. Jetzt, wo wir auch Avada Kedavra gelernt haben, wo wir jetzt auch alle Zauber übrigens gelernt haben. Und das ist nämlich die Kampfarena der dunklen Künste. Bekämpfe Wellen von Gegnern in dieser Kampfarena mit den unverzeihlichen Flüchen Avada Kedavra, Imperio und Crucio plus den Explosionsfluch Confringo. Zusätzlich zu ihren einzigartigen und verheerenden Effekten durchbrechen die unverzeihlichen Flüche alle Schutzzauber. Ich würde sagen, let's go, Leute. Da bin ich schon eine ganze Weile drauf scharf, aber ich wollte halt erstmal selbst Avada Kedavra lernen, bevor ich es einfach da einsetze, so aus dem Nix. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Also, wir dürfen da nur die Unverzeihlichen einsetzen und... Ach, es geht jetzt schon los. Ach, man muss... Ach, stimmt, nee, es geht noch nicht los. Wir müssen erstmal die Vasen wieder kaputt machen. Konfring. Ciao. Stimmt ja, das hatten wir ja damals auch schon. Erstmal die Vasen kaputt machen und dann aktivieren wir quasi den Eingang zur Kampfarena. Da ist noch eine Was wollt ihr denn jetzt noch mit eurem Level 20? Damit. Oh, ihr habt mir eine Vase mitgebracht, oder was? So, let's go. Kann man denn davon ausgehen, dass Salazar Slytherin diese Arena errichtet hat? Ich weiß ja nicht. So, let's go, wir gehen rein. Ist das die einzige eigentlich dieser Art oder gibt es noch eine andere? Weil dann muss ich gleich nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja noch eine davon. Ich glaube aber, es ist die einzige. So, let's go, ich bin bereit. Kampfarena der dunklen Künste. Und wir haben wirklich nur diese dunklen Künste und halt Confringo. Wer? Was für eine Tat? Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Na sowas aber auch, Mann. Wieso feiert denn keiner mit uns? Imperio. Crucio. Nächste Welle. Welle 3 kommt jetzt. Redrock hat euch alle in den Untergang geführt. Wirst du noch bereit? Lästiger Mensch weniger. Besiege 3 Gegner zugleich mit Avada Kedavra. Dann muss ich aber erstmal hier Imperio. Crucio. Und dann kann ich so machen. Eine Alraune? Warte mal, habe ich eine Alraune? Jo! Confringo!
Kurzio. Ganz einfach ausgewichen. Welle 4. Oh, stimmt. Oh, unsere Aufgabe ist gleich beendet. Yes! Entspann dich, mein großer Freund. Das wird da ganz sicher. Alter, jetzt geht's los hier. Alle sollten sich vor dir hüten. Ihr seid schwach. Kurzio. Imperium. Das nennst du Zauber? Komm, trink! Bitte versuche es noch einmal! Das könnte ich Kurzio! Protego! Du voll! Nicht drauf! Petrificus total! Na komm! Komm her, aber wie soll ich noch eine 30er-Kombo durchführen? Komm! Nicht gut, komm, ich muss einmal hier... Mach doch mal eine Attacke, die ich auch blocken kann, Mann! Nicht immer eine rote! Ich meine, ich krieg eh keine 30er-Kombo mehr hin, ne? Wahrscheinlich nicht. Egal, komm. Scheiß drauf. Wir kriegen noch genug Chancen, das eben alles zu machen. Yay, das war's. Dann gehen wir zurück zum Hochland. Das war also die Arena der dunklen Künste. Geil. Und wir haben sogar unsere Trollaufgabe geschafft. Müsste jetzt nicht normalerweise irgendwie etwas abzuholen sein? Ja, hier. Die Trollaufgabe. Jetzt nur noch die Duellleistung und einen berüchtigten Gegner müssen wir noch erledigen. Dann haben wir alles geschafft. Aber die Frage ist jetzt, gibt es noch eine weitere Arena oder ist das die einzige, die es hier gibt? Gibt es nochmal irgendwie so ein Symbol? Wie sah das nochmal aus? So. Hier gibt es eine Arena, die haben wir aber schon. Es würde mich doch stark wundern, wenn es noch eine andere gäbe. Das wäre irgendwie... Ich glaube nicht, dass es noch eine gibt. Aber ich gucke nochmal vorsichtshalber, suche ich nochmal alles ab. Nur für den Fall, dass wir da vielleicht doch irgendwie... Irgendwann. Das Auge der Mine, die Koboldmine, da müssen wir auch irgendwann nochmal rein. Gut. Es scheint ja nicht so zu sein, als würde hier noch irgendwo eine Arena auf uns warten, weil dann würde ich erstmal ein bisschen weiter erkunden. Turmtunnel. Kleines Banditenlager, als ob wir hier noch nicht waren. Okay, da müssen wir jetzt erstmal hin. Wir müssen das kleine Banditenlager mal eben zerlegen. Das geht ja gar nicht. Also ich würde gerne heute wieder eine Stunde erkunden. Nicht in Hogwarts, sondern irgendwie außerhalb nochmal so ein bisschen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Mit dem Fokus vielleicht darauf, dass wir mal nach ein paar Truhen gucken, die uns noch fehlen. Wir haben ja alle Ballons mittlerweile, alle Landeplattformen. Aber Truhen müssen wir hier und da noch finden. Und die letzte Handbuchseite müssen wir auch nochmal machen. Contrinto!
Kann ich dich nicht zertrümmern? Okay, da hat nicht. Dann so. Schau mal nach oben. Komm, trink. Was ist denn oben? Depulso. Guten Flug. Komm, trink. Depulso. Oh, zwei Golddublonen. Besser als Plastik. Gut, dann würde ich sagen, ja, das war die eine Truhe. Das ist schon mal extrem geil, aber ich habe mir im Vorfeld mal angeguckt, wo wohl die letzte Seite fehlen soll. Ich finde es nur merkwürdig, dass die mir nicht auf der Karte angezeigt wird. Also in diesem Gebiet fehlt ja noch eine. Und bei der Person, die das gezeigt hat, da wurde das angezeigt. Bei mir aber nicht. Und das ist ungefähr hier ist zum Beispiel eine. Da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Keine Ahnung, warum mir das nicht angezeigt wird. Ich hoffe, das ist kein Bug oder sowas. Weil ich habe schon gehört, es gibt wohl bei den Handbuchseiten auch mal so einen Bug, dass dann irgendwann vielleicht nur 149 von 150 angezeigt werden. Aber das ist ja ein Hogwarts. Das ist ja jetzt einfach nur die... Das sind ja einfach nur die Handbuchseiten, die so... im Hochland sind. Das macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Aber ich habe mir das angeguckt. Ich habe auch notfalls das Video noch hier links an der Seite. Also ich kann das auch noch angucken jetzt während der Folge hier und das dann holen. Aber es wundert mich doch stark, warum das nicht angezeigt wird auf der Karte. Hm. Vielleicht, weil ich da mal irgendwann mal während der Quest da war. Weil das, genau das hier ist exakt die Stelle. Und da wird es auch angezeigt. Auf einmal. Vielleicht muss man wirklich in der Nähe sein, damit das angezeigt wird. Jetzt wird sie auch angezeigt, komischerweise. Ha. Huh. Revelio. Füttert man das Tierwesen oder ist Gepinto? Schnauze, Schnauze. So. Aber das ist auf jeden Fall die letzte Handbuchseite hier im Hochland. Und das macht mich irgendwie gerade happy, dass die wirklich noch hier ist. Sehr gut. Punguszwiebel. Die Punguszwiebel ist eine besonders heftige Zwiebel, die in einigen Zaubertränken verwendet wird, unter anderem im Heiltrank gegen Furunkel. Sie sollte nicht mit bloßen Händen berührt werden. Okay. Damit haben wir das geschafft und ihr wisst, was das bedeutet, Leute. 100% Handbuchseiten. Zumindest im Handbuch, weil es gibt ja in Hogwarts noch jede Menge Handbuchseiten, die wir für die Sammlung brauchen. Aber jetzt haben wir zwei Bereiche auf 100%. Und ich habe gerade irgendwie einen Frosch im Hals so ein bisschen, deswegen... Ja, sorry fürs Husten. Ich hoffe, ich kriege das größtenteils gemutet, aber ich vergesse auch manchmal einfach, wo ich gehustet habe. Und deswegen, ja, es ist manchmal ein bisschen so. Vergesse ich es halt einfach, wo ich gehustet habe und dann ist es halt mit drin. So, Revelio-Seiten haben wir hier. Bla, 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 bla. Genau, das war die letzte hier. Dann gibt's natürlich noch in Hogwarts noch jede Menge. Aber auch nur noch in Hogwarts. Das heißt, hier brauchen wir nur noch in Hogwarts zu gucken. So, hier verstehe ich nicht, warum wir hier bei... Ich konnte eure Kommentare noch nicht lesen. Oh, es hat sich erledigt. Okay. Hier war irgendwie noch eine Lücke letztens. Die ist jetzt irgendwie weg. Das passt ja. Okay, dann habe ich also doch alle Inhalte. Gut. Dann hat sich das erledigt. Gut, dann haben wir jetzt noch jede Menge Zeit zum Erkunden. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal hier. Wir können eigentlich auch den berüchtigten Gegner mal holen, finde ich. Und dann questen wir ab der nächsten Folge auch mal wieder ein bisschen. Wir haben ja noch so ein paar Nebenquests. Die würde ich dann gerne machen. Die Küstenmine. Turmtunnel. Aber hier war doch irgendwo dieses... Genau, hier. Da müssen wir dann auch eine Trophäe für bekommen. Ich weiß nicht, ob das auch eine Quest ist. Ich würde hier nochmal vorsichtshalber gucken. Untersuche den Brunnen. Da gibt es auch nichts. Ich kann ja nochmal auf Aufträge gucken, ob wir da irgendwas haben. Nee, das machen wir nicht. Okay. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach hin. Vielleicht gibt es dazu ja auch gar keine Quest. Es müsste auf jeden Fall zu einer Trophäe führen, weil das ist ja irgendwie die letzte... Ich weiß nicht genau, wie die Trophäe heißt. Ich kann ja eben nochmal nachgucken. Das ist jetzt auch nicht so wild. Wir haben ja Zeit. Also wir haben eine Stunde Zeit hier. Ich könnte theoretisch die Folgen auch noch länger machen, aber ich will es einfach nicht. Eine Stunde ist eigentlich immer ausreichend. So, ich hoffe, das ist keine versteckte. Das wäre halt blöd, dann könnte ich sie euch jetzt nicht zeigen. Wir haben 87% übrigens der Nebenaufträge, 91% der Sammlung, das ist sehr gut. Die Talentpunkte, die investieren wir halt, wenn es soweit ist. Genau, unerschrocken auf Entdeckungstour. Entdecke alle Kerker in Hügelgräbern.
Und ich glaube, das ist ein Kerker und das ist ein Hügelgrab. Und deswegen gehen wir da einfach mal kurz hin. Da müsste der letzte... Wie hießen sie hier nochmal? Berüchtigter Gegner? Genau, der letzte berüchtigte Gegner sein. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor... Hatten wir schon mal das Vergnügen? Willkommen, immer herein. Sehen Sie sich ruhig. Hast du... Ach, unser Trollschlächter. Nochmal. Hallo nochmal, Mr. Thistlewood. Ah, das war... Ah, Sie sind es. Mein liebster Hogwarts-Schüler. Ich selbst war nie in Hogwarts. Tatsächlich war ich nie weiter als einen Steinwurf entfernt von unserem Dörfchen. Wie kann ich zu Diensten sein? Du könntest mir einen Besen verkaufen. Was verkaufen? Wie kann ich helfen? Ach, Alter, wie wenig hast du denn im Angebot? Da lohnt sich das ja gar nicht, hier einen Stand aufzumachen, wenn das du eh nichts hast. Gut gebrauchen können. Das ist ja so, als Vielen wenn ich... Dank. Hoffentlich bis bald dann. Ja, aber das ist doch so, als wenn ich einen Flohmarkt mache und ich habe keine Ahnung, ein paar Fussel in der Hosentasche und die lege ich dann dahin auf die Decke. Das ist einfach nichts im Angebot. Dann mache ich doch keinen Flohmarkt. Das ist doch bescheuert. Ah, Leute. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Nee, das stimmt. Und zur Not haben wir den hier. Dale Familiengruft von Samantha Dale. Mit ihr hatten wir ja auch schon so ein bisschen zu tun. Und unerschrocken auf Entdeckungstour ist es wirklich. Der letzte Kerker. Rebellion. Ist hier dann auch eine... Ist hier auch eine Truhe? Ich habe jetzt gar nicht... Doch, hier ist eine Truhe, glaube ich, drin. Eine Truhe soll hier sein. Lumos. Ich würde sagen, wir laufen hier erstmal durch und gucken mal, was hier so ist. Yo! Der Ufertroll. Das ist der letzte berüchtigte Gegner. Es ist halt echt One-Hit, egal gegen wen. Das ist so overpowered. Avada Kedavra, ey. Das ist, ich meine, das war ja irgendwie klar, dass der Zauber so ist. Ich meine, der tötet halt. Der ist overpowered. Ich meine, er hat so eine gewisse Aura, dieser Zauber, weil er irgendwie besonders ist und... Auch in den Harry Potter Filmen war das immer was Besonderes, wenn der eingesetzt wurde. Rebellion. Aber ich sehe den halt eigentlich ehrlicherweise auch ein bisschen zwiegespalten, weil er auf der einen Seite natürlich episch ist, auf der anderen Seite ist es aber auch ein One-Hit-Kill, was er jetzt irgendwie nicht so ein, für so einen langen Schlagabtausch sorgt, wenn er eingesetzt wird. Das ist halt dann immer extrem schade, weil da könnte viel mehr draus entstehen. Gerade auch so die Kämpfe gegen Voldemort und so, die wurden teilweise so schnell beendet, einfach weil Avada Kedavra eingesetzt wurde. Und ich finde den Zauber eigentlich echt overpowered. Rebellion. Okay, wir haben ja schon den Gegner besiegt, aber wir wollen immer noch die eine Truhe bekommen. Und mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass wir hier 5 Leisten mittlerweile haben, der alten Magie. Das ist echt crazy. Und wir werden es eigentlich gar nicht mehr so wirklich benötigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das da oben der Ausgang ist hier. Weil wir hier ja nicht mehr hochkommen. Hier geht's quasi wieder zurück. Aber ich will die Truhe haben. Habt ihr schon eine Truhe auf der Minimap erspähen können? Ich noch nicht. Och, da. Dahinter irgendwie. Wie komme ich denn jetzt dahinter jetzt? Wie kommen wir jetzt dahinter? Ich meine, hier geht's wieder raus. Ach so. Es ist doch relativ einfach. Gibt's hier noch einen Brief oder sowas, den man lesen kann? Ich finde sowas ja immer spannend, so diese Hintergründe. Ich meine, das ist hier total verlassen und die Leute haben jetzt sich trotzdem hier was errichtet und so. Ich habe irgendwie so ein Fable für so abgelegene Orte, wo man trotzdem viel machen kann. So, das ist irgendwie geil. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen PC hinstellen würde, was natürlich total unrealistisch wäre, aber stellt euch vor, ich würde jetzt hier sitzen, würde ja Let's Playen. Das wäre irgendwie voll cool. Ich weiß auch nicht. So, aber jetzt nichts wie raus hier erstmal. Boom. Wir haben ja eh alles, von daher, ich muss ja auch nicht mehr jeden kleinen Kram hier einsammeln. Mega-Powertränke. Immer wollt ihr mir jetzt Mega-Powertränke hier zustecken. Ich habe genug. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wo ist der Ausgang?
Hier? Oder geht's da wieder runter? Nee, hier geht's raus, ne? Lauf mal ein bisschen, bitte. Ich will auch irgendwann nochmal rauskommen. Gut, das war auf jeden Fall diese Trophäe. Das ist ja mal super geil, dass wir die jetzt bekommen haben. Jetzt haben wir echt, es fehlen nur noch, bis auf Platin nur noch 9 Trophäen. Aber für 3 davon müssen wir nochmal jeweils mit einem anderen Haus bis zur Kartenkammer spielen. Das wird auch nochmal eine Aufgabe, aber das wird auch relativ schnell machbar sein. Also es ist nicht, ungefähr 2 Stunden dauert das. Das ist jetzt nicht so das Drama. So, jetzt wird es bald wieder hell, wobei das eigentlich keine Rolle spielt, weil wir gehen jetzt sowieso in die Minen rein und so. Hier fehlen noch 2 Truhen. Wo sollen die denn sein? Hallo? Da... Da gab es ja nur eine, ne? Eine Sammlungstruhe, die haben wir... Hat da was gefehlt? Nee, hat nichts gefehlt. Da, im Auge... Das Auge der Mine. Da müssen wir einmal rein. Da fehlt noch eine Truhe und es könnte ja sein, dass wir da damals Alohomora 3 noch nicht hatten. So, let's go. Rein da. War das nicht die Mine, wo wir Renrocks Bohrer zerstört haben? Nee, ich glaube, das war eine andere. Aber Augen offen halten. Ich habe ja scheinbar hier was übersehen. Oder ich hatte den entsprechenden Zauber noch nicht. Das ist doch der... Hier ist doch Lodgok gestorben. In dieser... Ich glaube schon. Da, 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 da. Okay, da können wir nicht lang. Schade, oder? Ja, wobei, warte mal. Juhu. Also theoretisch könnte man, aber man würde sowieso da nicht vorwärts kommen, so richtig. Jetzt ist doch die Frage. Akio. Ein lästiger Mensch. Tot. Akio. Hi. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Irgendwo hier war doch noch eine Truhe. Aber die eine hatten wir ja, ne? Aber hier war doch irgendwas mit Alohomora 3, oder nicht? Das war auf jeden Fall der Ort hier von Isidora. Suchen? Hä? Hallo? Das waren einfach nur die Pläne des Bohrers. Mehr war das ja nicht. Aber irgendwie... Hier muss doch noch eine Truhe sein. Nicht leise genug. Da oben ist sie. Warte mal. Warte mal. Push. No look. Das war ein No-Look-Wurf. Da komme ich nicht rein. Wie komme ich jetzt da hoch? Das ist ja super nervig. Ja, da auch nicht. Mann. Alter, jetzt geh mir nicht auf den Sack, Junge. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Verdammt nochmal.
Da ist auch zugeschüttet. Wie kommt man da hin? Ja, keine Ahnung, also. Ich weiß gerade nicht so recht, wie ich da hinkommen soll. Ich vergrabe dich im tiefsten Loch. Was willst du? Wo bist du überhaupt? Wo vergräbst du mich denn? Wie kommt man da oben hin? Da ist sie. Aber man muss da irgendwie... Von wo? Wie öffnet man das? Ist hier irgendwo ein Mechanismus oder muss ich den woanders aktivieren? Die Fackel hier, das hier vielleicht entzünden oder so? Incendium. Nee. Hier. Warte mal. Kriegt man bestimmt irgendwie aufgespallert. Ja, mit der Pulse, okay. Und jetzt kann ich hier rein. Und einmal außen rum gehen. Alter, wie sneaky. Muss man auch erstmal sehen. Gut, dass ich jetzt nicht einfach wieder gegangen bin. Und da ist sie. Fertig. Also zumindest hier. Und raus komme ich erst. Ja, muss ich jetzt erstmal wieder rauskommen. Das ist ja natürlich wieder... Das finde ich schade, dass man hier nicht, sich nicht einfach rausporten kann. Ja gut, dann gehen wir einfach wieder raus. Easy. Ja, jetzt ist die Frage, wo bin ich hergekommen? Ich glaube von hier. Ich meine, von hier kommen wir wahrscheinlich auch irgendwie in die Krypta wieder, oder? War das nicht so? Oder geht das jetzt nicht mehr? Ich meine, ich kann auch erstmal hier lang. Ich glaube, von hier kommen wir sogar. Und dann ist hier wieder... Genau, hier lang, hier waren wir schon. Genau, ja, hier haben wir eben gekämpft. Jetzt kommt wieder diese Plattform. Genau. Und einfach raus hier. Zup. Und hier rein, oder sind wir raus? Also fast. Yes, das war wichtig. Diese Truhe war wichtig. Haben wir jetzt 98 zufällig? Nö, immer noch 97. Aber es ist okay. Ich erwarte nicht sofort 98 zu bekommen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Aber ich könnte mir jetzt mal wieder die Belohnung abholen. Es wird ja nicht mehr so viele geben. 98% Kampf, Leute. 98% Kampf. Maske des rächenden Raben. Jetzt fehlen nur noch die Duellleistung. Könnt ihr das glauben? Und dann müssen wir die Hogwarts-Geheimnisse machen und sowas. Ich glaube, aber da fehlt doch nur noch eins, glaube ich. So, raus. Raus, raus, raus. So, wir haben das geschafft, aber wir sind noch lange nicht fertig, Leute, wenn ihr das glaubt. Das wäre alles natürlich nicht. Wir haben noch eine halbe Stunde vor uns. Und wir wollen natürlich auch noch Truhen holen. Und hier fehlt eine Truhe einfach so in dem Dorf. Einfach so im Dorf fehlt eine Truhe. Da müssen wir natürlich hin. Wahrscheinlich einfach nur Alohomora 3 müssen wir können. Und deswegen kam ich da wahrscheinlich bisher nicht ran. Ein Händler, hast du zufälligerweise... Jetzt kann ich meinen Nachbarn wieder in die Augen sehen, weil sie bewiesen haben, dass meine Schwester nicht... Revelio. Nach kuriosen Legenden vom Land und so. Der Ruhestand auf dem Land war die beste. Wo ist die Truhe? Es wird ja nicht einfach nur so ein Ort sein, wo ich... Wo ist die Truhe? Ich meine, die wird hier nicht einfach so herumstehen. Das wird's nicht sein. Die wird hier... Normalerweise werden die werden ja auch angezeigt auf der Karte. Ich muss ja nur hier herumfliegen und gucken, wo sie angezeigt wird. Hm.
Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Oder das damit gemeint hier. Nee, da sind zwei von drei. Hier ist eine. Wenn ich so mache, stehen hier zwei. Ja, doch. Die ist schon da, irgendwo. Aber wo? Sie werden ja immer auf der Karte angezeigt. Ich muss also eigentlich nur hier herumfliegen und gucken, wo sie ist. Hier? Nee. Da ist nichts. Hä? Wo? Da war ich eben schon drin. Vielleicht ja irgendwo in einem... Aber selbst wenn es in einem Keller wäre, würde das angezeigt werden. Das ist absurd. Das ist... Revelio. Nee. Ah, sieh. Hallo, Mrs. Rabe. Ich habe aber keine Zeit gerade. Ich bin hier wirklich schwer beschäftigt, ja. Ich stehe tief in ihrer Schuhe. Ja, das glaube ich gerne, aber ich habe hier andere Sorgen gerade. Ich finde die letzte Truhe nicht, die in diesem Dorf versteckt sein soll. Wieso wird mir die nicht angezeigt? Wollt ihr mich verarschen? Truhe? Revelio. Hä? Ne, hier war aber schon eine. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich hole jetzt erstmal die eine. Da unten, vielleicht ist die das ja doch irgendwie und deswegen wird das irgendwie doch noch dazu gezählt. Ich habe keine Ahnung. Ich hole mir die jetzt erstmal. Weil die werden ja normalerweise mal angezeigt auf der Karte. Wenn sie an der Oberfläche sind. Der Mondsteingarten. Hier waren wir ja erst. Oder nicht? Das war doch der Ort. Das war doch. Hier waren wir doch mit Poppy. Da soll eine Truhe fehlen? Wie soll hier eine Truhe fehlen? Revelio. Ich. Ach nee, hier waren wir schon länger. Da, hier waren wir schon länger nicht mehr. Da bringe ich was durcheinander. Revelio. Hier soll irgendwo eine Truhe beheimatet sein. Das ist ja geil, aber wo? Hier waren wir doch mit dem... Nee, das ist doch der Ort, ne? Oder? Doch, das ist der Ort. Hier waren wir mit Poppy. Und hier soll noch eine Truhe fehlen? Revelio. Hä? In dieser Richtung, maybe? Vielleicht ja dort. Aber hier war ich ja auch schon. Hier bin ich schon rumgetaucht. Da war einfach keine Truhe. Ich habe jetzt auf der Karte auch noch keine gesehen oder sowas. Ich meine, jetzt sind wir hier. Das ist ganz okay, aber... Revelio. Die ist ja auch nicht einfach in solchen Schubladen drin. Nee, das stimmt. Au. Da bin ich vielleicht noch nicht reingegangen. Aber es ist der Ausgang irgendwie. Ich will ja noch gar nicht raus. Ah, hier war ich glaube ich noch nicht. Ah? Nee, hier geht's einfach nur raus. Ah, nee, hier war... Ja, genau, aber... Aber hier ist die Truhe ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ich will mich noch weiter umschauen, aber...
Ja. Im Endeffekt. Confringo! Hm? Im Endeffekt bringt uns das jetzt hier nichts. Aber vielleicht... Aber da hat doch definitiv eine gefehlt. Ich habe doch eben drauf geguckt und da stand wirklich, da fehlt eine. Hä? Nee. Hm. Da war ja eine hinter. Genau, die hatte ich ja schon. Aber welche soll denn dann jetzt noch fehlen? In die Richtung vielleicht? Nee, da komme ich her. Dann bin ich hier nicht lang gegangen. Und dann kommt hier jetzt eine Truhe, oder was? Nee, jetzt sind wir wieder hier. Da geht's aber noch lang. Da bin ich definitiv nicht lang gegangen. Dann wird die Truhe hier sein, in der Ecke. Guck mal, da ist noch nicht mal aufgedeckt, der Bereich. Ihr seht das, die Karte baut sich gerade erst auf. Da ist die Truhe. Yes, hier ist sie. Revelio. Ha, sehr gut. Gab's hier also doch noch einen Bereich, den ich noch gar nicht erkundet hatte? Na gut, dann können wir hier auch wieder raus. Also im Moment ist das echt geil. Also wir werden jetzt nicht den großen prozentualen Fortschritt machen. Das ist klar, wir haben ja eh nicht mehr viele Prozente zu vergeben. Es ist klar, dass die letzten drei jetzt nochmal besonders lange dauern werden. Aber das ist ja auch okay. Also ein paar Folgen werden es schon noch werden. Also mindestens also die drei für die drei Runs mit den drei verschiedenen Häusern, die müsst ihr auf jeden Fall einplanen. Und dann halt noch das, was jetzt zum Erkunden noch gebraucht wird. Aber ich bin ja sowieso nicht auf der Flucht und ich muss mich auch nicht beeilen, deswegen. Ganz entspannt gehen wir das an. Bis zum Ende. So, haben wir das? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir können noch ein bisschen was machen. So, dann haben wir das also auch. Und jetzt gucke ich mal, ob das zugezählt hat. Nee, hat es nicht. Sag mal, wo zur Hölle soll denn das sein? Hier soll irgendwo eine Truhe sein. Ich weiß nicht, verdammt nochmal, wo soll die sein? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich eine Truhe in einem verdammten Dorf nicht finde. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Ah, das ist wahrscheinlich echt auf die Truhe bezogen, oder? Was du jetzt gerade sagst? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Revelio. Wieso wird mir die nicht angezeigt? Ich meine, what the? Das ist doch absurd, wirklich. Das geht doch gar nicht. Und da oben kommt man ja nicht rein. Hier ist ja nichts. Und selbst wenn, dann würde das doch angezeigt werden. Ich verstehe es nicht. Also... Revelio. Ich werde sonst erstmal weitergehen, aber das ist schon beunruhigend. Ich meine, ich muss mir dann halt einfach wieder ein Video angucken oder so, wo das wieder gezeigt wird, aber... Warum finde ich die nicht? Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Wollt ihr mich verarschen? Da auch nicht.
Oh, ich will nicht so viel Zeit hier vergeuden, aber... Es ist doch merkwürdig. Ah, okay. Das erklärt einiges. Ja, okay, dann ist das hier unten. Deswegen wurde mir das auch nicht angezeigt. Wusste ich doch, dass irgendwo es halt so einen Keller gab, aber... es hat nichts damit zu tun, oder was? What? Ich war mir ziemlich sicher, dass es der jetzt sein würde. Hä? Echt jetzt? Nichts? Oh Mann, jetzt dachte ich, das ist es. Was ist denn das jetzt? Die ist ja nicht mal hier. Oh mein Gott, ich dachte jetzt echt, das ist es, aber nö. Hä? Ist hier vielleicht doch noch irgendwo eine Truhe, die auf wundersame Weise nicht angezeigt wird auf der Karte? Warum auch immer? Alle anderen werden es die nicht. Warum? Keine Ahnung. Ah, zwei Ausgänge. Direkt nebeneinander, man hat's ja. Ich weiß nur, dass Produkte... Revelio. Da war eine andere Truhe. Dann wird hier sicherlich nicht noch eine weitere sein. Hä? Ja gut, dann halt nicht. Also keine Ahnung. Ich muss mich da mal schlau machen. Das ist erstaunlich. Oder ist sie vielleicht hier? Nee. Auch nicht. Oder ist die hier unten drin? Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie... Ach nee, das ist die Höhle. Nee, da habe ich ja gerade schon was geholt. Hey! Nicht festhängen, bitte. Gut, dann lassen wir das erstmal aus. Es wird ja noch weitere Erkundungsfolgen geben, so ist es ja nicht. Katakombe von Failcroft. Da fehlt auch noch was. Dann gehen wir da rein. Trotzdem beunruhigend. In einem Dorf, hey? Alle wurden immer angezeigt, die nicht. Hm? Irgendwas muss damit auf sich haben. Und ja, ist doch nicht so, als wären wir hier nicht schon gewesen. Ich habe so das Gefühl, wir waren in der letzten Folge hier. Hm. Wie komme ich nur darauf? Aber hier soll es ja auch nochmal eine Truhe geben. Bitte ohne Inferi. Danke. Revelio. Nee, da ist die Truhe. Akio. Ich wollte gerade sagen, das ist sie ja nicht. Wir müssen also irgendwie da nach links kommen. Ich laufe einfach weiter. Mir egal. Ciao. Stimmt, das war diese. Wo ich keinen blassen Schimmer habe, wie man da hinkommt. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinter diese Stäbe kommt. Warte mal, die sind wahrscheinlich... Muss man hier irgendwelche Fackeln anzünden, die wir hier noch nicht angezündet haben? Warte mal. Mann! Nee, auch nicht. Incendio. Aua! Mann! Hör doch mal auf jetzt! Hier geht's nicht weiter. Nee. Hier waren wir schon. Akio. Incendio.
Da geht's auch nicht weiter. Revelio. Da kann man nicht dran ziehen. Stipendo. Confringo. Hier für Spinnenfreunde. Juhu. Revelio. Da kann man also auch nicht dran ziehen. Ja, weiß ich nicht. Was soll man dann hier machen? Ich weiß nicht, wie man die Stäbe runterkriegt. Keine Ahnung, wie man die Stäbe runterkriegt. Da muss ich mich also auch nochmal schlau machen. Schade. Nee, hier bin ich falsch. Hier muss ich hin, glaube ich. Nee. Hä? Wie kommt... Hä? Komme ich jetzt von hier? Wie war ja das mit... Revelio. Nee, hier komme ich her. Komm, trink. Ja, dann müssen wir wohl oder übel wieder raus. Aber ich weiß nicht, es muss doch irgendwie machbar sein, da durchzukommen. Revelio. Die Stäbe müssen ja irgendwie... Gibt es ja irgendwas, was man tun kann da irgendwie? Irgendwas, was man... Da muss man doch irgendwie hinkommen. Revelio. Doch, hier, Confringo. Mein Gott. Jetzt habe ich es endlich gesehen. Ich habe es wahrscheinlich die ganze Zeit schon gesehen. Ich habe es einfach nicht gepeilt. Jetzt kommt man da auch hin, wahrscheinlich. Oh, ein Eck neuer Bereich für uns. Hui. Revelio. Hier gibt es doch bestimmt irgendeine Fackel, die man anzünden kann. Confringo. Oder? Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Lumos. Confringo. Akio. Vingardium Leviosa. So, und jetzt können wir da natürlich eine Brücke bauen. Das ist ja logisch. Vingardium Leviosa. Zack. Die auch noch da unten. Accio. Vingardium Leviosa. Wackelige Knochenbrücke steht. So, und endlich sind wir da. Endlich. Und hoffentlich müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ich befürchte aber ja. Ah, warte mal, damit kann man das Gitter runter machen, oder? Bitte. Bitte, Spiel. Mach das bitte. Komm schon, man muss nicht den ganzen Weg wieder zurück, ach, oder? Ja. Danke. Willkommen zurück. Ist das der richtige Weg? Sieht erstmal richtig aus, würde ich sagen. Ich habe mich hier schon wieder verlaufen. Ich hoffe, das ist richtig.
Ja, es geht raus, jawohl. Tageslicht. Hallo? 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 Weil ich gerade verfolgt werde von Feinden? Nee. Muss ich die jetzt ernsthaft erst bezwingen? Hä? Och mal, Leute. Hi. So, und jetzt kann ich raus, oder was? Hä? Okay, es lag wirklich daran, weil wir noch im Kampf waren. Naja, okay, ist ja in Ordnung. Also, man soll ja nicht einfach da sich dem Kampf entziehen können, nur weil, indem man da einfach rausgeht. Das ist ja eigentlich auch nicht richtig. Aber ja, gut, okay. Ja, yeah, dann gucken wir mal. Wo haben wir denn jetzt noch Truhen? Oh, muss eben mal die Sitzposition nochmal ändern. Das ist gerade echt nicht so bequem. Da fehlt noch irgendwo eine Truhe. Wahrscheinlich hier drin. Ruinen von Korov. Jupp. Und da fehlt halt. Genau. Oh nein, da war doch auch ein. Ja, das mache ich jetzt eben nochmal. Da war doch auch was in der Nähe. Da können wir uns direkt hinporten. Wir müssen noch nicht so weit dahin fliegen. Wer sind wir denn? Als ob wir jetzt noch so solche Wegstrecken einfach so zurücklegen. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Ab in die Ruinen von Korov. Ich bin noch nicht entdeckt. So ein traurig wirkender Ort. Kleines Mutter. Lass mich da rein. Ich darf nicht rein, weil ich im Kampf bin. Ich hasse es. Ich hasse euch. Protego. Jetzt kann ich. Die Ruinen von Korov, das war doch der Ort, wo wir... Das war doch der Ort, wo wir hier das eine Kartenrätsel gelöst haben. Oder nicht? Eindringling. Waldläuferin? Das sind Kobolde, keine Waldläuferin. Hä? Was für eine Waldläuferin? Ich habe doch nicht mal eine Waldläuferin hier. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Wie soll ich denn die Aufgabe erfüllen, wenn ihr nicht mal der entsprechende Feind ist? Hier zu sein. Schauen wir mal. Ich werde nicht. Protego! Bis du tot bist. Machst du. Ich werde nicht ruhen. Protego! Aber hier ist ja auch nichts. Rebellion. Da ist die Truhe. Oben. Oben, 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 oben. Hier kann man einfach hochklettern. Ja, moin. Das wird ein Spaß. Hä? Als ob du jetzt hier den letzten Schritt nicht hochkommst. Wenn du hier hochklettern kannst, dann kannst du es auch da oben. Matsuman! Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen, Junge? Ja, als ob der da jetzt nicht hochkommt. Ja, hier jetzt, oder was? Okay. Und dann kommt man auch an die Truhe. Weil sich das hier öffnet. Okay.
Es ist ja absurd, dass er da hier nicht hochkommt. Aber hier hätte man doch auch ohne das hochklettern können, oder nicht? Hätte man auch so hier... Ja, hätte man gar nicht gebraucht. Okay. Huh. Naja, ich bin zufrieden. Ich habe jetzt diese Truhe auch noch bekommen. Jetzt müssen wir nur noch wieder rausfinden, was schon wieder schwierig ist, weil ich habe mir nicht gemerkt, wie ich reingekommen bin. Hier? Sieht halbwegs gut aus, würde ich sagen. Hier und ja, ja doch, Ausgang, ja. Gut, eine Truhe müsste doch noch irgendwie drin sein. Und ich muss mich echt informieren, wo ist diese scheiß Truhe in diesem Dorf? Das kann doch nicht wahr sein. So, haben wir noch irgendwo was? Hier haben wir alle Truhen. Da fehlen zwei sogar im verbotenen Wald. Spinnenhöhle? Nee. Horklump Hollow. Da habe ich ja auch schon mal eine übersehen. Gibt's noch irgendeine einfache Truhe, die ich nicht habe? Da fehlt noch eine Handbuchseite, aber das ist keine, die wir irgendwie noch brauchen für die Sammlung, glaube ich. Oder doch? Kann man so pauschal nicht sagen eigentlich, ne? Wobei, ich habe ja... Nee. Wobei, in der Sammlung war ja eigentlich alles vollständig. Da fehlt auch noch eine Truhe irgendwo. Irgendwo. Wenn, dann würde ich es da vermuten. Nee, da ist aber auch alles vollständig. Da vielleicht noch? Die Koboldmine ist eigentlich schon wieder viel zu groß für das, für diese Folge. Turmtunnel. Ja, das wird zu lange dauern dann. Wäre jetzt hier noch eine einfache gewesen, hätte ich gesagt, okay, das machen wir jetzt nochmal eben. Hier fehlen auch zwei Truhen. Aber weil da noch Banditenlager sind. Da ist einfach noch ein Banditenlager, was noch überlebt hat. Deswegen. Ja, dann ist es ja kein Wunder. Da fehlt ja natürlich... Ja, da muss man natürlich die Banditenlager auch mitnehmen. Das ist klar. Trolle müssen wir nicht mehr besiegen. Das ist sehr entspannt. So, dann... Ja, dann lass uns da hinreisen, aber irgendwie so, dass man da auch schnell hinkommt. So. Das ist jetzt unsere letzte Amtshandlung für heute und dann ist die Folge vorbei und dann mal gucken. Vielleicht nehme ich also sogar noch weiter auf. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ich hätte ja schon noch Bock, wenn ich ehrlich bin. Und ich meine, es ist das lange Pfingstwochenende, das heißt, ich kann auch noch weiter morgen. Ich kann auch morgen noch aufnehmen, ich kann auch übermorgen noch aufnehmen. Mal schauen, also. Vielleicht starte ich bald schon mal meinen ersten Run mit den, bis zur Kartenkammer mit einem anderen Charakter. Wo ich dann aber auch alles skippen werde, selbst wenn es neue Dialoge geben wird. Keine Ahnung. Wenn, ist mir es egal, ich werde einfach alles überspringen. Weil das brauchen wir uns nicht anhören. Ach, danach. Ja, okay. Ja. Nice. Noch eine weitere Duellleistung geschafft. Eine weitere Truhe bekommen. Es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, aber wir werden nicht 98 haben. Glaube ich nicht. Nee, haben wir auch nicht. Und wir haben diese Sammlung vollständig. Ist das schön. Wo ist denn hier der eine Feind, den wir noch nicht gesehen haben?
Also den ich mir noch nicht angeguckt habe, seit er in der Sammlung ist. Huh. Hä? Wo denn? Ich will, dass die Meldung verschwindet. Ach da, hier. Der Ufertroll. Cool. Das ist durch. Da fehlt noch ein bisschen was. Hier. Da fehlen auch nur noch 5 Stück. Ein Besen fehlt noch. Es läuft, Leute. Es läuft. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Wir haben ja auch wieder eine Trophäe bekommen. War das in dieser Folge? Ja, doch. Wir haben die eine Trophäe bekommen. Und jetzt fehlt halt nicht mehr viel. Es ist halt einfach nicht mehr viel, Leute. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Dieses lange Projekt neigt sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Auch wenn jetzt noch 9 Trophäen fehlen, plus die Platin, also 10. Aber so viel ist das nicht mehr. 92% der Sammlung. Ja, und wenn ich dann Level 40 irgendwann bin, dann werde ich auf jeden Fall auch die Punkte direkt investieren, damit wir die Trophäe auch bekommen. Aber es fehlen ja noch ungefähr 2/3 bis Level 40. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal.